Es wird eng an diesem Tag in den Sana-Kliniken Niederlausitz in Senftenberg. Der Projekttag des Friedrich-Engels-Gymnasiums sorgt dafür, dass über 500 Schüler der Klassenstufen 5 bis 11 an diesem Morgen ein gemeinsames Ziel haben: das Krankenhaus. Über 20 Stationen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sana vorbereitet, um Einblicke in den Krankenhausalltag zu geben, sowie über Ausbildung und Karriere zu informieren. Dabei erkunden die Schüler quasi jeden Winkel des Krankenhauses, vom Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach bis in die Kellerräume, die voller Technik stecken. Auf ihrem Weg durch das Haus erfahren sie dabei aus erster Hand, wie viele verschiedene Menschen in unterschiedlichen Berufen in den Sana-Kliniken Niederlausitz arbeiten und wie vielfältig und abwechslungsreich die Aufgaben sind. Also es ist uns als Sana-Kliniken Niederlausitz extrem wichtig, den Schülern zwei Dinge mitzugeben. Das eine ist, dass wir ein toller Arbeitgeber sind, dass man hier eine tolle Ausbildung machen kann, aber dass wir auch Partner als, ich sag mal, akademisches Lehrkrankenhaus sind, um später mal Arzt zu werden. Das zweite wichtige Thema ist, dass die Schüler mit dem guten Gewissen heute nach Hause gehen sollen, dass Oma, Opa, Mutti, Vati, Angehörige, Freunde hier immer gut versorgt sind, wenn sie bei uns im Krankenhaus sein müssen, weil sie irgendwie behandelt werden sollten. Das Motto ist wirklich mitmachen, nicht nur angucken, sondern wirklich auch mitmachen. Denn wir glauben ganz fest daran, dass alles, was man selber tut, einen möglichst begeistern kann für das, was man später vielleicht sogar im Beruf machen kann. Bereits im letzten Jahr gab es den Projekttag des Friedrich-Engels-Gymnasiums in den Sana-Kliniken. Was waren die guten Argumente für eine Wiederholung? Gute Gründe waren, weil die Resonanz von Eltern und Schülerinnen und Schülern dermaßen positiv waren. Auch die Kollegen waren begeistert und wir gesagt haben, sowas darf man nicht sterben lassen. Und gelernt haben wir, dass die Verantwortung noch stärker an die Elfer übergeben werden muss. Also der Elferjahrgang führt unsere Kinder. Die sind alle gemischt von Klasse 5 bis 11 dann. Und dass dieser Zusammenhalt, also übergreifend, jahrgangsübergreifend, dass das sozusagen gut vorbereitet werden muss. Und ich denke, das wird dieser vielleicht noch besser klappen als beim ersten Mal. Jede Gruppe von ca. 15 Schülern hat auf dem Weg durch das Krankenhaus ihren eigenen Guide mit Ablauf und Lageplänen. Eine kleine Herausforderung für die Schüler der 11. Klasse. Bei uns ist es eine Tradition. Was heißt eine Tradition? Bei uns wird das immer an die 10. Klassen weitergegeben. Das heißt, die Klasse, die nächstes Jahr in die 11. kommt, übernimmt quasi diese Aufgabe. Und ich durfte heute Guide sein, weil ich letztes Jahr schon dabei war. Und auch die Schulleiterin ist natürlich an diesem besonderen Tag immer vor Ort. Ich bin überall dabei. Ich war früher bei der Eröffnung, beim Vortrag. Ich gehe jetzt ins Sana rein. Ich komme noch zu der nächsten Veranstaltung, also zum Vortrag, und werde bis 14 Uhr, bis der letzte Schüler hier abgeholt sein, irgendwo präsent sein. Alle Schülerinnen, also alle Guides haben mein Handy, meine Handynummer, sodass ich also auch sofort, wenn irgendwo etwas sein sollte, da sein kann. Alltagsnah wollen sich die Sana-Kliniken an diesem Tag präsentieren. Und mitmachen ist das Motto. Besonders herausfordernd dabei für die Schüler die sehr realistisch gestaltete Rettung eines Unfallopfers. Auf drei. Eins, zwei, drei. Wenn alle nur nicht eine gleiche Geschwindigkeit, genau, hier fahre ich hinterher. Ja? Und ganz zupackend geht es dann auch weiter, zum Beispiel beim Thema Reanimation. Hier wird den Jugendlichen erklärt, wie sie helfen können, wenn sie eine leblose Person finden. Gemeinsam werden die drei Schritte rufen, prüfen, drücken geübt. In der Geburtsstation oder beim Ausprobieren von medizinischen Hilfsmitteln. Schließlich noch ein Abstecher in die Katakomben des Krankenhauses, Einblicke ins technische Herz. Zwischen den summenden und brummenden Maschinen erklärt der Techniker, wie Kälte und Warmwasser für das Krankenhaus erzeugt werden, wie aufwendig die Luft für die OP-Säle aufbereitet wird und warum manches Wasser im Krankenhaus
super rein ist. Am Projekttag ist eine Botschaft bei den Schülern sicher angekommen. Nachwuchs ist in den Sana-Kliniken Niederlausitz herzlich willkommen. Und wer möchte, kann hier nicht nur seine Ausbildung absolvieren, sondern auch seine Karriere starten. Das war super. Ich bedanke mich an Frau Starke, Frau und Herr Seidemann. Es war richtig gut. Also das war richtig spannend und mir hat alles gefallen. Und hast du irgendwie beruflich was vor, was in Richtung Medizin geht, oder bist du einfach nur neugierig gewesen? Vielleicht irgendwas mit Pflege, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, die ganze Schule freut sich darüber. Vor allem hat es heute viel Spaß gemacht. Und ja. Hast du vor, irgendwann im Krankenhaus zu arbeiten, oder ist das einfach nur erstmal so zum Gucken, wie das? Nein. Eigentlich wollte ich gerne auch später mal Kinderärztin werden. Ja, deswegen. Was ich mitnehme? Das Krankenhaus ist schon eine sehr interessante Einrichtung. Und das finde ich generell sehr interessant. Oft werden diese Veranstaltungen veranstaltet, damit man vielleicht in diesen Beruf einsteigen möchte. Da muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob ich das möchte. Aber es ist natürlich eine interessante Erfahrung. Und wie fällt das Resümee der Sana-Kliniken aus? Das war schon wirklich beeindruckend, was wir heute gesehen haben. Tolle, engagierte Schüler, gut vorbereitete Fragen. Ich habe niemanden gesehen, der sich gelangweilt hat. Insofern kann man nur sagen, die Schüler waren irgendwie mit Feuer und Flamme dabei. Und das ist, glaube ich, der größte Lohn, den wir kriegen können für das Engagement, was die Kollegen hier gezeigt haben. Über eine Fortsetzung wird jedenfalls schon an diesem Tag laut nachgedacht. Und wir hoffen, dass es weitergeht, weil es soll eine Tradition werden, dass also wirklich die Kinder in unserer Region sich wohlfühlen, dass sie wissen, wo gehen sie hin. Viele kennen ja das Krankenhaus gar nicht und die BTU auch nicht, die sind von außerhalb und sie lernen unsere Stadt kennen, also im Grunde das Zentrum ihres Lebensbereiches. Und als großes Dankeschön, wir haben für alle Stationen ein großes Massiv, größer gab es nicht, es müsste noch viel größer sein und möchten uns damit bei allen herzlich bedanken.